Ja, welcome back, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban auf dem PC aus dem Jahre 2004. Und wir sind hier gerade mit Hermine bei ihren Abschlussprüfungen in Verwandlung. Ganz genau, Leute. Ja, ich weiß nicht, wo wir zuletzt aufgehört haben, weil ich glaube, ich habe irgendwo random mitten im Spiel aufgehört, weil das Spiel irgendwie keine Pause machen wollte und Storyaufgabe an Storyaufgabe gereiht hat. Also, falls das jetzt nicht ganz so richtig war, wo ich hier anfange, dann tut's mir leid, aber ich glaube, viel dürfte es nicht sein, was ihr dann verpasst habt ihr, glaube ich, nichts, aber wiederholen tut sich, glaube ich, auch nicht so viel. So, genau, also, wir müssen uns also hier einmal konzentrieren, denn es geht schließlich um Hermines Abschlussprüfung. Das heißt, wir dürfen uns keine Fehler erlauben, weil immerhin Hermine ist meine Frau, da müssen wir viel Wert drauf legen. Mir tun immer alle Leute leid, die nur diese Let's Plays hier gucken, weil sie das irgendwie an ihre Kindheit erinnert und sonst mit meinem Kanal nicht so viel am Hut haben und sich gerade denken, was labert der Vollidiot da eigentlich die ganze Zeit? Was für Hermine Frau, was soll das? Liebe Grüße raus an all diese Leute, auf die das zutrifft. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und die mir auch immer wieder nett und freundlich sagen, dass ich doch einfach mal meine Fresse halten könnte während des Let's Plays, weil ihr einfach nur das Spiel sehen wollt. Ja, da muss ich leider sagen, das ist schwierig, weil ich bin halt YouTuber und weiß nicht so, dann kann man sich das Spiel ja eigentlich auch selber dann holen und das selber spielen, oder? Also dachte ich jetzt bisher immer so, aber oh Gott, da geht's runter. Aber offensichtlich habe ich das falsch gesehen. Nein, alles gut, alles gut. Ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten, weniger zu reden, aber es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, weil ich eine Quasselbacke bin. Genau. Aber ich werde versuchen, den Lehrer mehr zuzuhören, weil das wird mir von allen Seiten gesagt. Also, ja, da werde ich mich auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen bemühen. Auch wenn es eigentlich dafür schon zu spät ist, weil ich meine, wir sind ja fast fertig mit diesem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen noch kommen werden, aber viele werden es auf gar keinen Fall sein. Ich denke so ein, zwei, vielleicht ist das hier auch die Finalfolge. Wobei, wir haben noch die Abschlussprüfung von Harry, glaube ich. Die von Ron hatten wir, glaube ich, schon. Und dann müsste noch die von Harry gemacht werden und ich... Was ist denn? Ich bin auf Hüpfen gegangen, ich schwöre. Mann, okay, jetzt konzentriere ich mich wirklich, Leute. Genau, also da müssen wir halt nur noch die Abschlussprüfung für Harry machen. Und ich weiß nicht, was danach noch kommt, weil es ist schon echt lange her, seit ich das Spiel zum letzten Mal durchgezockt habe. Ich wurde jetzt auch schon mehrfach gefragt, yo Daniel, kannst du auch die Konsolenversion nochmal spielen? Weil sich die Konsolenversion ja extrem von der Computerversion unterscheidet. Und ja, lieber Dude oder Dudine, die das gefragt hat, das mache ich. Ja, ich weiß noch nicht genau wann oder wie. Ich denke mal, wenn ja Teil 7.1 durchgespielt ist, weil das ist der letzte Teil, der hier tatsächlich noch fehlt. Neben dem vierten, der jetzt als nächstes kommt. Und wenn ich die alle durchgespielt habe und Hogwarts Legacy dann noch nicht online sein sollte, also sprich... Also heute ist bei mir der 31. Oktober, heute ist Halloween, Leute, wo ich hier gerade aufnehme. Und ja, ab heute sind es noch 100 Tage, bis das Spiel endlich erscheint. Und ich weiß nicht, ob... Ja, also wenn Hogwarts Legacy, um es jetzt mal kurz zu fassen, wenn Hogwarts Legacy noch nicht da sein sollte, dann werden wir die Konsolenversion auf jeden Fall auch noch davor spielen. Ansonsten, ja, vielleicht auch parallel, aber dann werde ich das so, ja... kleiner halten. Also dann wird es gleich zwei, ja gut, aktuell kommen auch nur zwei Folgen von den Let's Plays. Dann werde ich vielleicht nur eine Folge von dem Let's Play irgendwie am Sonntag hochladen und dann so eine schöne Sonntagstradition machen, so ein bisschen mit euch in der Vergangenheit zu schwelgen. Das wäre sogar ganz cool. Das finde ich schön, ja. Das fände ich wirklich schön. Okay, gut, jetzt aber mal Concentration, Leute. Oh Gott, viele Bertie Boards Bohnen, die wir uns alle ein... Ich habe 2300. Das ist gut. Da können wir uns auf jeden Fall... in dieser oder in der nächsten Folge nochmal ordentlich mit Schokofroschkarten eindecken. So, und da oben ist das erste Wappen und der erste Speicherpunkt. Ich glaube, sonst ist hier aber nichts, ne? Nee, okay, ich hoffe mal, ich habe nichts übersehen. Hallo, ihr Ritterstatuen. So, okay. Was hat das jetzt? Ah, warte, wir müssen die alle gleichzeitig... Okay, alles klar, ja. Mhm, okay, ich hab's verstanden, Leute. Und da sind wir im nächsten Raum. Und wieso sind da zwei Speicherbücher? Was macht das denn für einen Sinn? Hallo, Speicherbuch Nummer 1. Ach so, die verschwinden danach. Ach, das ist mir auch neu. Das habe ich jetzt... Okay, jetzt... alles klar. Okay, aber was muss ich denn jetzt machen? Muss ich hier irgendwie drauf? Nee, da kann ich gar nicht drauf, okay. Ah, da kann ich irgendwas erzaubern. Wenn das denn treffen würde. Treffe ich nicht, oder? Ich bin verwirrt.
Soll das so oder bin ich komplett dumm? Hä? Also da oben ist dieser Feuerball. Ah, hä? Ach so, das ist... Ah, okay, die gehen manchmal auf und dann... Ah, nein, warte! Ha! Aha, ich hab's verstanden, Leute. Hat ja auch nur 3 Stunden gedauert. Holy shit. Geh doch, jetzt treff doch mal Hermine. Sehr gut. Wir müssen da draufsteigen und dann gehen die... Ich wollte gerade schon sagen, das wäre peinlich geworden, wenn ich das jetzt nicht gut hingekriegt hätte, oder? So. Und der letzte auch nochmal. So, sehr schön. Ey, das war jetzt eine schwere Geburt. Und da ist unser kleiner Norbert. Norberta. Und dann wollen wir mal hier diesen Feuerball einsammeln. Und dann müssen wir, glaube ich, nur diese, genau, diese Feuerquelle hier einmal anzünden. Das ist jetzt eine ganz leichte Übung. Okay, so, da können wir jetzt anscheinend rein. Genau, warte, ich nehme nochmal eine Feuerquelle mit. Man weiß ja nie, ob man die nochmal brauchen kann. Ah, habe ich schon, okay. So. Was haben wir hier? Das ist ein leerer Raum. Wir können ja nochmal hochfliegen, aber... Herausforderung. Was? Was? Hä? Hä, was war denn das? Hä? Ich konnte noch weiter. Ich bin gerade voll verwirrt. Was war denn das jetzt? Muss ich hier irgendwie zeitlich irgendwie, oder? Oder weil ich so hoch geflogen bin? Ich meine, ich hätte ja hier noch langlaufen können. Hä, das habe ich jetzt nicht verstanden. Naja, egal. Okay, dann fliegen wir halt nicht hoch. Keine Ahnung, was das Spiel jetzt gerade hatte. Oder ich bin auf einen falschen Knopf gekommen. Ja, mir wurde letztens übrigens in die Kommentare geschrieben, dass man auf einem bestimmten Knopf hier wieder zu Hermine wechseln kann. Punkt. Ja. Nein, ich sag jetzt nicht, auf welchem Knopf das geht, weil das müsst ihr selber rausfinden. Nein, ich hab das nicht vergessen wieder. Nein, ich, ich höre eine Uhr ticken. Ich glaube, das ist das, was es vorhin ausgelöst hat. Kann das sein? Also ich sehe die Uhr nicht, weil meine Hackfresse wieder im Weg ist. Wahrscheinlich zumindest. Ich denke mal, die ist da drunter. Eine Herausforderung. Ja, eindeutig. Ich habe keinen falschen Knopf gedrückt, Leute. Es ist ein Timer. Okay, da machen wir jetzt nochmal eben hier auf ganz schnell. So. Sprinten wir jetzt einmal durch. Okay. Kann man den irgendwie auch schneller fliegen oder so? Dass der irgendwie mal so ein bisschen Highspeed gibt? Oh! Oho! Oho! Warte! Komm! Mann, Drache! Was ist denn? Also, guckt mal da oben! Holy shit! Das nenne ich mal, angenehm. Okay. Oh, 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 da haben wir das erste Wappen. Das zweite Wappen ist das jetzt an der Stelle. Okay. So. Ah, so, dann laufen wir mal eben hier lang. Okay. Ja, immerhin. Also, das hier ist schon mal gut, dass wir das gefunden haben. Ja, Hermine, ich weiß, dass es eine Herausforderung ist. Aber dafür haben wir eine geile Belohnung und was Cooles gefunden. Hat sich also nur gelohnt. So, vor allem, dass ich auch den Feuerball mitgenommen habe. Den hätten wir nämlich da gebraucht. Oder haben wir da gebraucht. Okay, Leute. Aber wir wollen noch ein bisschen weiterkommen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt... Also, ich weiß nicht, ob das für das Level wichtig ist, dass wir jetzt hier so durchsprinten und da weiterkommen. Oder ob man jetzt mit Hermine einfach weitermachen könnte. Aber hier gibt es halt noch unentdeckte... Sag mal, Drache! Wieso kommt der da nicht durch? Das ist ja wie in Minecraft, wenn ich durch irgendein Loch fliegen muss mit meinem blöden Animagus. Okay. Oh, oh, oh. Nein. So, ja. Und runter, runter, runter. Schnell, schnell. Oh, Drache, häng doch nicht fest, Mann. Da lang. Und da lang. Und was ist hier los? Holy shit. Okay, aber wir kommen gut weiter. Ja, also vielleicht macht es auch nicht so viel Sinn, jetzt hier alles einzusammeln, wenn da eh die... Na komm, wir scheißen auf die paar Bertie-Bots-Bohnen. Nein, komm schon! Ja, 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 ja. Okay, okay, hier sind wir rüber. Okay, aber hier oben sind Kürbisse. Oh mein Gott, hier sind ordentlich Kürbisse. Ach egal, der eine juckt mich. Ah doch, wir haben ihn noch, okay. Eine Herausforderung. Okay, okay. Es ist nicht ganz so einfach, aber ich werde jetzt mal Hermine nehmen und hier schon mal das erste Wappen einsammeln. So, das haben wir auch schon mal. Da ist noch ein zweites Wappen, das müssen wir auch kriegen. Ach, da und... Ah, wir müssen die ganze Aufgabe jetzt mit dem Drachen durchspielen. Das ist der Sinn dahinter. Wir müssen das also schaffen. Es ist keine Frage nach Wollen, sondern es ist eine Frage des Müssens. Das ist aber schon mal gut zu wissen. So.
Aber ich glaube, wenn ich mir nicht so viel Zeit nehmen würde, um alles einzusammeln, und vor allem, wenn dieser blöde Drache mal vernünftig durch irgendwelche riesigen Öffnungen mit seinem kleinen, winzigen, grazilen Körper durchlaufen oder durchfliegen könnte, dann wäre das alles auch gar nicht so ein großes Problem. Aber nein, der ist halt ein bisschen grobmotorisch, würde ich jetzt mal sagen. So, da, wow, das war smooth. Okay, jetzt hier lang. Ja, das ist nicht so schwer. Ah, Mann, den hätte ich mir sparen müssen. Okay. Okay, das war auch gut. Jetzt da oben lang. Fliege ich richtig? Ah, da oben ist eine Feuerstelle. Das ist schon mal gut. Okay, ist das jetzt das nächste... Ja, das nächste kleine Wappen. Alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich nur noch eine einzige Feuerstelle aktivieren, um dann zu der zu dem großen Wappen, also zu dem Final... Komm doch jetzt da durch, Bruder. Er hängt halt einfach fest. Ist grausam, ey. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Hier runter wahrscheinlich. Ja, hier müssen wir runter. Da müssen wir auch runter. Da müssen wir... Oh mein Gott. Ja, bei den Kürbissen kann ich nicht Nein sagen, Leute. Ah, Mann! Okay, last try, Leute. Also je nachdem, wie viel er jetzt noch kommt. Aber da schon mal das nächste Wappen. Sehr gut. Und dann wollen wir jetzt nochmal hier den letzten Versuch starten. Aber ist auch nicht ganz so ein... Also, ja gut, ich weiß nicht, ob das... Also, wahrscheinlich ist es wirklich nicht schwer, wenn man die Sachen ignoriert. Wenn man einfach nur das durchspielt quasi. Aber ich kann mir die Kürbisse halt auch nicht nehmen lassen. Das ist halt das Ding. Okay. Und vor allem, wenn er festhängt. Das ist nervig. So. So, dadurch. Wenn er läuft, geht es einigermaßen. Aber sobald er fliegt, ist das so ein bisschen grobmotorisch. So, und jetzt wo lang? Ja, geht ja nur in eine Richtung. Also in diese da. So, und jetzt runter. Oh ja, das war gut. Smooth. Jetzt da unten lang. Ja. Okay. Konzentrieren. Jetzt geht's hier lang. Oh Gott. Nein. Häng nicht fest. Oh. Ja. Egal. Okay. Wo lang jetzt? Da lang. Oh, nein. Nein, er hängt da fest. Oh, häng doch nicht da fest. Wieso kann der da nicht durchfliegen? Oh Gott. Mein Herz. Ja. Ja. Ja? Nein, aha, da oben. Nein, komm schon. Ja. Huh. Oh mein Gott. Ich dachte, ich erkacke jetzt. Aber dann können wir den ja trotzdem nochmal aktivieren und da jetzt durchfliegen, oder? Dann können wir uns trotzdem noch die letzten Kürbisse holen. Also, wenn ich das richtig betrachte. Wisst ihr, wie ich meine? Da hätten wir eigentlich direkt von Anfang an machen können. Guck mal, jetzt kann ich mir die ja trotzdem holen. Hätte ich ja gar nicht so einen Stress machen müssen. Wir können halt nur nicht ganz zurück. Das ist das Einzige. Ja, easy peasy. Ja, mega, Leute. Dann muss ich jetzt nur noch wissen, wie man sich zurückver... Ich muss dann... Ah, ja, wusste ich. Genau. Oh Gott. Es tut mir so leid, Leute. Wo ihr manchmal hier so durch müsst, das ist echt nicht nett. Also, es tut... Ihr habt echt Nerven aus Stahl. Wirklich. Und, ja, sollen wir da nochmal durch? Nee, geht nicht. Okay, dann holen wir uns das Wappen. Achso, es geht... Hä, das war doch ein großes... Ah, okay. 100% erreicht, Hermine. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Dankeschön. Danke, Professor McGonagall. Ich wünschte, das Schuljahr wäre noch nicht vorbei. Ich möchte noch so viel mehr lernen. Immer mit der Ruhe, Hermine. Wenn nicht für dich selbst, so doch für alle anderen. Wow, 100%, Leute. Also, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, Exit, würde ich sagen. Besser geht's ja nicht. Und jetzt ist Harry dran. Bin bereit, Professor Flitwick. Ausgezeichnet. Du kennst ja die Regeln. Sammle alle 5 Aufgabenschilde, um die Bestnote zu erhalten. Verstanden. 5 Aufgabenschilde. 5 Aufgabenschilde. Auf der tödlichen Achterbahn durch Hogwarts. Als unsere üblichen Glacius-Übungen. Viel Glück.
Ja, lebensbejahende Aufgabe, Leute. Man kennt es. Hallo. Ja. Habe ich getroffen? Ja, habe ich. Okay, alles klar. Gut, Leute. Ab in den Tod. Hui. Ist halt wirklich einfach komplett weird. Uah. Mal sehen, wie oft ich sterbe. Also, vor allem werde ich wahrscheinlich ab und zu sterben, weil ich halt alles... Also, die Birdiebots Boden sind mir ein bisschen egal, aber wenn dann halt so eine Schokofroschkarte noch kommt oder sowas hier, ne, da will man auf jeden Fall alles mitnehmen. Und da ist unser erstes Wappen. Das ging ja schnell. So, Schokofrösche, wer braucht die denn schon? Ey, ich hab... als ob die mir gefährlich werden könnten. So, stirb, stirb. Ich nehme sie trotzdem mit, weil sie mich nicht mehr mobben. Das finde ich gut. So, hier ist nichts mehr. Okay, dann geht's weiter. Ja, genau. Hier kann man auch nichts zaubern, ne? Nee, okay. So, gespeichert. Schokofrosch und... Ja, wir haben schon alles Leben. Egal. Ne? Dafür bleibt es niemand anderem mehr übrig, der nach mir die Aufgabe hier machen muss. Harry ist ja schon so ein bisschen egoistisch. Das kennt man ja. So. Alles klar. Und der zweite auch noch eben. Alles klar, so, okay. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt hier im nächsten Raum, der... Oh Gott, nein, die Viecher schon wieder. Immerhin backt er? Ja, nein, er backt nicht. Oh, huh. Aber warum nur einer? Sonst waren das immer fünf... Ah. Ich verstehe. Aha. Kommt schon, Kollegen, macht's nicht so spannend. Genau. So. Ja, komm, noch der nächste. Ja, wunderbar. Nein. Oh Gott, ja, okay, okay, ich habe mich schon gewundert, weil wenn es nur einer gewesen wäre, hätte ich mich gefragt, warum das eine Abschlussprüfung ist. Weil wir ja schon schwierigere Aufgaben im Laufe des Spiels hatten. Aber drei war jetzt auch nicht so die Menge. Naja, egal. Wollen wir uns nicht beschweren. So, okay, wieder Feuerkrabben, die wir da reinkicken müssen, wenn sie sich denn reinkicken lassen. Sehr gut. Das ist der nächste Dude. Kommen wahrscheinlich auch gleich nochmal ein paar mehr runter, oder? Es wird wahrscheinlich nicht bei den... Ja, wird wahrscheinlich nicht bei den zwei bleiben. So. Und der Dude auch nochmal. So, alles klar. Ach Gottchen, jetzt geht's hier aber rund. Vier auf einmal. Aber nicht mit Dougie LP. Beziehungsweise mit Harry Potter natürlich. Ich bin froh, dass ich das hier einigermaßen spammen kann. Das wäre sonst immer voll nervig, wenn er immer den ganzen Zauberspruch aussprechen müsste, bevor das alles funktioniert. Vor allem bei solchen Aufgaben, wo man dann irgendwie 50 Zauber auf den draufballern muss, damit er irgendwo runterfällt. Oh nee, nicht nochmal diese Aufgabe. Da habe ich die Imps lieber. Oder nee, das sind doch Imps, ne? Diese kleinen, die Bonbons werfen. Oder was war das nochmal? Doch, das waren, glaube ich, Imps. Oh Gott, das war knapp. Und tschüss. So, alles klar. Da oben ist eine Kiste, an die ich nicht rankomme. Okay, hä? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwie müssen wir da dort rankommen. Hallo? Kiste? Ich bin verwirrt. Oh nee, jetzt schon wieder so eine... Ich hasse es, wenn ich verwirrt bin. Ich habe immer Angst. Ja, erstens, dass ich das nicht rauskriege oder nicht checke, dass es buggt. Ich weiß ja nicht mehr, was hier alles buggt und was normal ist. Aber ich werde erstmal was versuchen, Leute. Hä, aber die Truhen lassen sich auch nicht erzaubern. Ich bin hart verwirrt, Leute. Real Talk, ich bin gerade hart verwirrt. Hä, aber was... Hä? Also, wir gehen jetzt mal ganz Stück für Stück alles durch. Ich meine, bei der einen Hermine-Aufgabe habe ich auch kurz gedacht, dass es nicht funktioniert. Aber da hat es ja auch funktioniert. Also, wir haben da oben Truhen. Diese Truhen... kann man nicht verzaubern, wie ihr seht. Das funktioniert nicht. Wir haben da diese komischen quadratischen Symbole oder Strukturen in den Wänden. Auch die können wir nicht verzaubern, auf keiner Seite. Ne? Ich zeige es euch nur, dass ihr seht, dass ich alles versucht habe. Ich meine, wenn dann am Ende trotzdem jemand schreibt, ey Daniel, du hättest einfach nur das machen müssen, dann blamiere ich mich mal wieder in Grund und Boden. Aber... ich meine, was soll ich machen so, ne? Mehr als probieren. Ich habe schon wieder einfach Schiss, dass ich gleich den Move bringe, dass ich wieder den, ne? Ihr wisst schon, was anwende. Aber wenn halt nichts anderes geht, ich weiß nicht, was, ich weiß es nicht. Müssten jetzt hier irgendwie noch mehr kommen, die ich runterkicken muss oder so? Ja, wahrscheinlich, oder? Hm. Ich probiere was aus, Leute.
probier was aus. Nee, die gehen so oder so nicht. Warte, ich geh mal da hoch. Oh, ja gut, das ist immer ein bisschen schwer mit der Steuerung so. Das war... Ah, das war nicht so vorteilhaft. Hi, Dude. Ich geh da mal wieder nach oben, ne? aber interessant, dass sie trotzdem hier unten landen. Tschüss, war nett, dich gekannt zu haben. Joa. Aber da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte da so hoch. Hallo? Oh Gott. Ich häng fest. Nein! Okay, wartet. Ich kann... wir gehen zu... Moment mal, Leute, kurz. Struggle is real. Okay, da bin ich wieder. An der Stelle hier. Wir laufen mal gerade ganz straight durch. Beziehungsweise ich cutte euch das nochmal eben raus, bis wir da sind, wo wir vorhin waren. So Leute, da sind wir wieder an der Stelle, wo es vorhin nicht geklappt hat. Und ganz ehrlich, ich glaube, es war wirklich verbuggt. Also wirklich, wirklich verbuggt. Weil bei der oberen Ebene war es ja auch so, dass diese Dinger aufgeploppt sind und ich die dann halt runterkicken musste. Und als ich das beim ersten Mal geschafft habe, sind dann wie auf magische Weise neue gespawnt. Also mit dem Glitzer gespawnt. Habt ihr ja vorhin auch gesehen. Und dass das jetzt nicht passiert, ist glaube ich der Bug. Weil es ist wieder so, dass hier nichts passiert. Und ich kann auch nichts machen. Nee, Leute, ich bin verwirrt. Wir gehen mal runter, würde ich sagen. Also, es muss ein Bug sein, Leute. Ich meine, wir können auch nochmal hochgehen, aber was soll ich euch da... Ne, man hat's ja gesehen, das hat nicht geklappt. Genau. Okay, ich glaube, das geht auch noch nicht. Ich glaube, da können wir das Spiel nicht austricksen. Ich glaube, damit können wir das Spiel echt nicht austricksen. Warte mal, wie machen wir das denn jetzt? Ich bin voll verwirrt. Das ist halt echt blöd, dass das Spiel teilweise da so verbuggt ist. Ja, hier hängen die da drin, okay. Und das ist die aktuelle Plattform. Aber... Es geht nicht, Leute. Es funktioniert nicht. Wir können hier nichts machen und es ploppen keine neuen auf. Ich gehe ganz stark davon aus, dass jetzt nämlich theoretisch eigentlich nochmal neue 4 Feuerkrabben spawnen müssten. Auf magische Weise. Die müsste ich dann auch runterkicken. Und wenn ich die runtergekickt habe, dann fährt die Plattform weiter nach unten zu der einen Plattform, wo wir gerade waren. Das geht aber, wie ihr gesehen habt, nicht. Oder es funktioniert einfach nicht. Das läuft nicht ab. Genau. Guck, dann würde die Plattform nämlich hier runterfahren, nämlich bis hier und dann würde hier irgendwas sein. Aber hier ist nichts und das ist gerade sehr, sehr blöd. Und lässt mich leider... Da sind Feuersalamander, also zumindest okay. Kann man den schon angreifen? Okay. Ja, wir müssen uns jetzt hier irgendwie... LOL... Wir müssen uns jetzt hier irgendwie durch das Level durchbuggen. Nein, es kann nicht anders sein. Also irgendwas läuft hier gerade ganz gewaltig schief. Ob wegen mir oder wegen dem Spiel, das weiß ich nicht. Aber wir haben alle zusammen das Spiel schon buggen gesehen. Das wäre nicht das erste Mal. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das wieder ein Bug ist. Also es ist wirklich sehr, sehr sicher. Sehr, 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 sehr sicher sogar. Aber hey, ist mal eine andere Art. Ich glaube, so hat Harry Potter und der Gefangene von Azkaban noch niemand wirklich gespielt. Könnte ich mir jetzt mal so vorstellen. So, komm mal her. Ja, da sind noch welche von den Dudes. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ah, oh Gott, was war das denn? Oh Mann, ich bin gerade so angespannt, weil ich keine Ahnung habe, ob durch meine Cheaterei jetzt hier das Level weitergeführt wird. Okay, hier haben wir es ausgemacht, da haben wir es auch ausgemacht. Die ganzen Imps sind weg. Alles safe, safe, safe. Okay, ja, gut.
Das hätten wir. Hier alles jetzt soweit geklärt. Können wir jetzt diese Plattform hier aktivieren? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil wo soll die denn hinführen? Ah doch, hä? Jetzt geht das? Was zum Geier? Ja, also jetzt kann man die halt aktivieren, weil das Level das so jetzt wohl zulässt, aber naja, die Wände haben sich hier nicht erschoben und deswegen fliege ich halt einfach irgendwo hin, wo ich nicht hinfliegen sollte wahrscheinlich. Ja, und genau, hier ist auch noch so eine... Ich glaube, ich mache gleich alles hier. Ich glaube, ich schrotte das Spiel gerade auf die heftigste Art und Weise überhaupt. Okay, Leute, es bleibt eigentlich nur eine einzige andere Möglichkeit. Da oben war ja schon das Wappen, dass wir das einsammeln und es dabei... Upsala. Und es dabei belassen, weil ganz... Also, falls das Level damit überhaupt abgeschlossen werden kann, das weiß ich nicht. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Okay. Genau, jetzt sind wir nämlich wieder hier. Hä? Was auch immer gerade passiert ist, aber es ist cool. Ich glaube, ich habe irgendwas Geiles ausgelöst. Und oh, wir können jetzt sogar dahin. Ich dachte, ich muss mich da durchcheaten. Also wir haben uns ja auch dahin gecheatet, aber... Es tut mir leid, Leute. Also... Ja, Harry fliegt jetzt erstmal von Hogwarts, weil das Spiel kaputt ist. Du hast dir Mühe gegeben, Harry. Ich bin mir aber sicher, dass du es besser kannst. Möchtest du sehen, ob du eine bessere Note bekommen kannst? Na, was? 80%? Ja, ist doch okay. Nö, das ist für Harry in Ordnung. Was ein Müll, Leute, ey. Holy shit. Ich bin froh, dass ihr drei eure Abschlussprüfungen überlebt habt. Oh, sie haben wirklich Spaß gemacht. Ja, schön, dass wir die überlebt haben. Ich werde die nächsten Monate Albträume haben. Nun denn, mal sehen, ob ihr alle eure Anforderungen fürs dritte Jahr erfüllt habt. Das sieht, glaube ich, scheiße aus, ne? Oh. Ah, wir müssen... Ach, cool. Wir müssen noch einige Aufgaben erledigen, bevor wir das überhaupt... Ah, okay. Anscheinend musst du noch einige Sachen zu Ende bringen. Offensichtlich. Ja, das war ein Korb. Also wir dürfen nicht eher aus Hogwarts raus, bis wir all diese Aufgaben erledigt haben. Und wenn das 5 Jahre dauert, dann sind wir halt 5 Jahre im dritten Schuljahr. Völlig normal. Ja, Leute. Mal wieder eine äußerst kuriose Folge, wo ich mal wieder äußerst gespannt bin, ob ich jetzt selber Scheiße gebaut habe oder ob das Spiel wirklich buggy war. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass es buggy war, dass es nicht meine Schuld war, aber vielleicht war es doch meine Schuld und ich bin einfach nur komplett lost. Dann, Entschuldigung, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. An all diejenigen, die das vor kurzem vielleicht durchgespielt haben oder in- und auswendig kennen, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob das Spiel gebuggt hat oder ich. Und dann, ja, lasst mir gerne auch einen Daumen nach oben da, wenn euch die heutige Folge gefallen hat. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo, auf der Seite. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut und ciao zusammen.